weniger betroffen. Zuallererst müssen Privatpersonen auf Kontakte und gesellschaftliches Leben verzichten. Das ist eine Situation, die vor allen Dingen auf Kosten von Kunst, Kultur und Freizeit geht. Gestern wiederum erschien das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Sachverständigenrat, das sind die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Und einer davon ist auch Professor Dr. Achim Truger, den ich heute hier eingeladen habe. Herzlich willkommen. Professor Truger ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Seit März 2019 ist er einer dieser Wirtschaftsweisen und war früher auch im Institut WSI tätig, sowie im IMK. Nun, ist es so, Herr Truger, diese Wirtschaftsweisen und deren Ratschläge, sind die denn verbindlich für die Politik oder sind das eher nur Anmerkungen vom Spielfeldrand? Ja, guten Abend erstmal, Herr Schindler. Vielleicht darf ich es einmal zeigen. Wir haben es ja gerade erst gestern überreicht. Das ist das Werk. Also sind wieder über 500 Seiten und wir haben ziemlich viel Arbeit reingesteckt, auch der Stab, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und sind froh, dass wir es geschafft haben. Ja, zur Frage, also das ist das höchste, also der Sachverständigenrat ist das höchste offizielle wirtschaftspolitische Beratungsgremium und erstellt laut Gesetz einmal im Jahr ein Jahresgutachten inklusive Konjunkturprognose. Und es ist den gesamtwirtschaftlichen Zielen verpflichtet. Wir sind unabhängig, das heißt, wir sind nicht weisungsgebunden durch die Regierung. Und wir sollen eben im Hinblick auf die makroökonomischen Ziele, also das sind Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, hoher Beschäftigungsstand und angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum, die Regierung beraten. Die Regierung muss uns nicht folgen. Das wäre jetzt auch in der Demokratie etwas seltsam, wenn das so wäre, sondern wir zeigen Szenarien auf und beleuchten Optionen. Und die Regierung hört sich das an, nimmt das entgegen, spricht auch häufig mit uns, aber weisungsgebunden ist weder die Regierung uns gegenüber noch wir ihnen gegenüber. Wie gesagt, alles andere wäre ja auch unmöglich. Also Sie sind einer vor allen Dingen der beratenden Akteure der Bundesregierung. Und jetzt ist es natürlich so, alle reden von Corona, alle reden auch von der Schrumpfung der deutschen Wirtschaft. Und da sind die Sachverständigen natürlich ganz besonders gefragt. Eine Zahl höre ich immer wieder, es geht um diese 5,1%. Das soll die Schrumpfung sein und das wird wiederum auch als optimistischer Ausblick verstanden. Was ist denn daran eigentlich optimistischer als bei anderen Forschungsinstituten und warum gehen Sie davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in dieser Situation nicht so stark schrumpfen wird, wie viele andere annehmen? Was macht Sie da so optimistisch? Genau, für die Frage, was optimistisch und pessimistisch ist, ist natürlich der Maßstab erstmal wichtig. Und wenn man minus 5,1% hört, ist das natürlich eigentlich eine Katastrophe und eine unglaublich tiefe Rezession. Es wird dadurch optimistisch, dass Schlimmeres erwartet worden ist. Unter anderem auch von uns. Wir haben im Juni die letzte Prognose gemacht und da haben wir gedacht, dass die Wirtschaft um 6,5% dieses Jahr schrumpfen wird. Und jetzt sind es 5,1. Das hängt damit zusammen, dass die Konjunkturerholung über den Sommer viel stärker war, als das viele erwartet haben, wir auch. Und wir waren jetzt die Ersten, die schon auf das dritte Quartal auf die Daten zurückgreifen konnten. Und deshalb haben wir sozusagen einen extra Schub aus dem Sommer mitbekommen für die Prognose. Und der ist auch so kräftig, dass obwohl wir diesen Teil-Lockdown drin haben, der durchaus für sich genommen natürlich nochmal wieder ordentlich dämpft, im vierten Quartal dann und im nächsten Quartal. Trotzdem ist es so, dass der Schub ausreicht, um unsere Prognose nach oben zu ziehen. Fürs nächste Jahr haben wir die Prognose dann aber etwas runternehmen müssen. Da sind wir von über 4 auf 3,7% Wachstum runtergegangen.
Und sagen wir mal so, was man auch noch sagen kann, was optimistisch ist, natürlich geht in so einer Krise die Arbeitslosigkeit hoch, die Einkommen gehen zurück und die Unsicherheit und die Sorgen der Menschen nehmen zu. Aber es ist doch, wie wir einhellig gesagt haben, so, dass die Wirtschaftspolitik ziemlich gut reagiert hat und auch unser Sozialstaat, unsere Institutionen für solche Krisen eigentlich relativ gut ausgelegt sind, insbesondere im Vergleich mit dem Ausland. Die Kurzarbeit hat Unglaubliches abgefedert. Es waren mehr als 5 Millionen Menschen im Mai in Kurzarbeit und das ist auf Vollzeitstellen umgerechnet eine Beschäftigung, die jetzt rein rechnerisch dadurch gesichert worden ist von 2 Millionen Arbeitsplätzen. Das sind Dinge, die zum Beispiel in den USA ja nicht existieren in der Form, weshalb dort dann die Arbeitslosenzahlen halt explosionsartig nach oben gehen. Und bei uns wird das Ganze dann doch deutlich gedämpft und es wird Schlimmeres verhindert. Aktive staatliche Intervention dämpft die Krise. Aktive staatliche Intervention schafft auch die Stabilisierung bei den Arbeitsplätzen, verhindert Massenarbeitslosigkeit und den sozialen Absturz, aber auch den wirtschaftlichen Absturz. Kann man das so zusammenfassen? Ja, eindeutig. Also das ist sozusagen, also einmal ist vieles angelegt im System, ne, dass wir eben diese Kurzarbeit haben. Die ist aber ja nochmal ausgeweitet worden von der Politik. Und dann hat es eben jede Menge Überbrückungsmaßnahmen gegeben, also Soforthilfemaßnahmen, Kredithilfen. Dann hat es das Konjunkturpaket gegeben. Die Kommunen haben Unterstützung bekommen. Da kann man jetzt im Einzelnen über viele Dinge streiten. Aber insgesamt ist das eine starke Unterstützung, auch im internationalen Vergleich eine umfassende und schnelle. Und die hat erstmal geholfen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, das auch in dem zweiten Lockdown weiter so zu machen und dann nicht jetzt noch Fehler zu begehen und dann vielleicht die Erholung abzuwürgen oder soziale Probleme zu erzeugen. Korrigieren Sie mich, aber in der Vergangenheit schien mir, sind die Wirtschaftsweisen jetzt nicht besonders damit aufgefallen, für eine aktive staatliche Konjunkturpolitik das Wort zu reden. Da scheint es ja so eine gewisse Veränderung gegeben zu haben. Können Sie die irgendwie beschreiben? Ja, also das ist relativ schwierig. Wir sind jetzt ja 5 Personen und mich eingeschlossen, 3, die erst seit diesem oder seit dem letzten Jahr dabei sind. Da ist also ein bisschen auch personeller Wandel. Und da muss man sagen, ist die Situation jetzt auch so außergewöhnlich, dass ehrlich gesagt, wenn man da jetzt nicht für aktives staatliches Handeln plädieren würde, würde man sich schon, glaube ich, außerhalb der Grenzen der Zunft positionieren in so einer Situation. Also von daher ist das da recht eindeutig. Aber tatsächlich habe ich jetzt tatsächlich auch vom letzten Jahr her schon den Eindruck, dass sich die Sichtweisen etwas wandeln und sowohl die Themen, die behandelt werden, als auch die Art, wie sie behandelt werden, sind offener. Und das zeigt sich diesmal, glaube ich, nochmal stärker als noch in der Vergangenheit. Also, um es mal konkret zu machen, ich habe gesagt, beim letzten Jahresgutachten schon, also etwas überspitzt, war sozusagen die sehr marktliberale Sichtweise absolut vorherrschend viele Jahre, mit der Ausnahme von Peter Bofinger, meinem Vorgänger im Rat, der dagegen gehalten hat, war schon eigentlich so, dass man gesagt hat, also, naja, privatisieren, weniger Staat, Steuern runter, Arbeitsmarkt deregulieren, überhaupt deregulieren, den Markt machen lassen. Das war sozusagen die Devise. Und da würde ich schon denken, gibt es ein Umdenken. Also wir haben jetzt aktiv beim Klimathema was eingebracht. Beim Strukturwandel ging es darum, den zu meistern. Jetzt werden diese ganzen Deregulierungsgeschichten nicht groß geschrieben und Steuersenkung fordert im Moment auch niemand groß. Also das finde ich erstmal bemerkenswert und finde ich auch auf der Höhe der Zeit und richtig so. Bemerkenswert in der Tat. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist aus Sicht der Wirtschaftsweisen, was ist auch aus Ihrer Sicht? Ich habe gehört, Sie haben ja auch dazu trotzdem ein Minderheitenvotum geschrieben, was an einigen Punkten durchaus abweicht von der Mehrheit der Sachverständigen innerhalb des Sachverständigenrats.
Was wäre aus Ihrer Sicht und was wäre aus Sicht der Sachverständigen denn jetzt eigentlich konkret weiter zu tun? Also wir reden ja immerhin von 5,1% Schrumpfung. Welche Branchen sind denn da konkret betroffen? Welche brauchen ganz besonders Unterstützung? Und welche kommen jetzt eigentlich eher glimpflich davon? Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt zu tun? Gut, also das mit den Branchen ist natürlich, also da sind ganz unterschiedliche betroffen. Und im Moment sind natürlich durch den Teil-Lockdown eben insbesondere das Gastgewerbe, Kulturbranche und so weiter betroffen. Und da wird jetzt ja tatsächlich auch relativ schnell schon geholfen. Insgesamt glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt die Unterstützungsprogramme und die werden jetzt ja fortgeführt oder nochmal speziell auf die jetzt betroffenen Branchen zugeschnitten. Das muss man weitermachen. Und ich glaube, dass wenn dann das mit den Infektionszahlen einigermaßen wieder im Griff ist, dann braucht es auch wieder einen Schub, einen Konjunkturschub. Und da denke ich, könnte beispielsweise der Kinderbonus, den es ja gibt, den könnte man da wieder benutzen. Aber es gibt ja auch schon eine Menge andere Maßnahmen, die schon da sind. Und die sollte man auch auf jeden Fall weiterführen. Was ich für problematisch halte, weshalb ich da auch mich dagegen ausgesprochen habe, obwohl das jetzt auch nicht aktiv gefordert wird, sondern mehr so am Rande fließt es ein. Ich bin dagegen, dass man jetzt durch dauerhafte Steuersenkungen, die dem Staat sozusagen die Einnahmen entzieht und ihn dann praktisch vor die Wand der Schuldenbremse fahren lässt damit. Also ich glaube, für mich ist die Lehre aus der Krise auch nochmal, und für viele, wie ich den Eindruck aus Gesprächen habe, ist ja, dass es einen handlungsfähigen Staat braucht. Das ist jetzt ja auch absolut einsichtig im Gesundheitswesen. Der ganze Sozialstaat hilft jetzt. Auch eine Verwaltung, die in der Lage ist, Dinge umzusetzen und hinzubekommen. Also das ist vollkommen klar. Und meine Sorge ist, und das ist auch der Grund meines Minderheitsvotums, dass die Steuerausfälle und die Defizite, die wir haben, in ein oder zwei Jahren, also vor allem in zwei Jahren, möglicherweise dann mit der Schuldenbremse kollidieren. Wenn wir dann noch die Steuern senken, wird sozusagen die Lücke noch größer und dann wird die Kollision noch größer. Und dass dann genau auf der Ausgabenseite gekürzt wird, wir die Konjunkturerholung dadurch behindern oder abwürgen und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit des Staates beschneiden. Und das wäre natürlich völlig falsch aus meiner Sicht. Und wie gesagt, mein Eindruck ist, dass das die meisten Menschen eigentlich auch so sehen. Und jetzt kommt es darauf an, sozusagen gemeinsam durch diese Krise weiterzugehen und die Unterstützung, die da ist, fortzuführen und nicht zu früh damit aufzuhören, damit wir alle gut aus der Krise rauskommen. Also ich verstehe das so, es gibt Einigkeit unter den Sachverständigen bei kurzfristigen Maßnahmen. Schwieriger wird es dann, wenn es um die längerfristige Frage geht. Und dann kommt tatsächlich die Schuldenbremse ins Spiel. Die Senkung der Steuereinnahmen auf Dauer führt am Ende, so wie Sie es gesagt haben, dazu, dass man mit voller Wand gegen die Mauer fährt, die Wirtschaft. Und Sie bringen nicht nur die Aussetzung, so wie Olaf Scholz es sagt, sondern auch die Aufhebung der Schuldenbremse ins Spiel. Können Sie das vielleicht nochmal kurz beschreiben? Also ich fordere jetzt nicht die Aufhebung der Schuldenbremse, aber die Reform der Schuldenbremse. Und genau. Also es sind verschiedene Dinge. Also es ist jetzt so, wenn man alles einfach so weiterlaufen lässt, dann glaube ich in der Tat, dass wenn dann die Konjunktur jetzt nicht sich besonders stark erholt, dass dann halt die Spielräume eng werden und dann gekürzt werden muss, weil die Schuldenbremse ja nur sehr geringes Defizit beim Bund und bei den Ländern eigentlich ein Nulldefizit erlaubt. Und das heißt, da ist dann die Kollision, die droht. Was man da tun kann, auch im Rahmen der existierenden Schuldenbremse, ist, dass man beispielsweise die Ausnahmeregel länger in Anspruch nimmt. Es gibt auch noch ein paar technische Verfahren, mit denen man sich mehr Spielräume verschaffen kann. Da gibt es so ein paar Rechenvorschriften. Ein bisschen kompliziert, aber da kann man viel machen. Und dafür plädiere ich. Ich plädiere auch dafür, dass man die Schulden
die man in der Ausnahmesituation aufgenommen hat, die müssen getilgt werden. Da plädiere ich dafür, dass man das sehr lange streckt. Also dass man auf absehbare Zeit eigentlich so gut wie keine Belastung hat. Das sind alles Stellschrauben, die da sind und die man aber aktiv auch einfordern muss und auch bereit sein muss zu nutzen. Und dann gibt es davon abgesehen noch eine mittel- oder längerfristige Debatte um die Reform der Schuldenbremse. Und da war ich immer dafür, dass wir eine investitionsorientierte Schuldenbremse haben. Also eine, die öffentliche Investitionen oder zumindest öffentliche Nettoinvestitionen von dieser Schuldenbremse ausnimmt. Weil das ist die berühmte goldene Regel der öffentlichen Investitionen. Und die besagt eigentlich nichts anderes, als dass man, wie jeder Häuslebauer oder Häuslebauerin auch, die langfristigen Investitionen auch über Kredite finanzieren darf. Und dann werden auch die zukünftigen Generationen, über die ja so viel gesprochen wird, am Schuldendienst in der Finanzierung beteiligt. Und wenn man das nicht macht und alles sozusagen direkt heute bezahlen lässt, hat man das Problem, dass das dann als erstes gekürzt wird, wenn gekürzt werden muss. Und das konnte man in Europa sehen, in der Eurokrise, wo es wirklich einen unglaublichen Absturz der öffentlichen Investitionen gegeben hat in den Krisenstaaten, was dann die Krise nochmal verschärft hat und da wirklich, glaube ich, auch bestimmt 1 oder 2 Jahre an Erholung gekostet hat. Und das wären konkrete Reformideen, die jetzt weiter diskutiert werden müssen, an denen da gearbeitet werden muss. Und Zeit ist ja noch, es ist ja Konsens, dass auf jeden Fall im nächsten Jahr die Schuldenbremse noch ausgesetzt bleibt. Und ich finde nicht, dass man jetzt zu der unveränderten Schuldenbremse zurückkehren muss, sondern zu einer, die mehr Luft lässt, damit jetzt eben nicht die staatliche Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden muss, weil wir uns eben gerechtfertigterweise die Rettung jetzt in höchster Not eben durch höhere Schulden haben bezahlen lassen. Eine Nachfrage nochmal von mir jetzt als Linker. Aber wenn, so wie ich das verstehe, die Reform der Schuldenbremse, zu der ja im Übrigen auch eine Grundgesetzänderung notwendig wäre, wenn diese Reform der Schuldenbremse zu der volkswirtschaftlichen goldenen Regel führt, warum gehen wir dann nicht eigentlich konsequenterweise direkt zur Abschaffung dieser Regelungen hin und überlassen es dem politischen Gesetzgeber und seiner Klugheit, die goldene Regel anzuwenden, so wie wir es ja im Prinzip früher auch hatten? Ja, also sagen wir so, man muss ein bisschen aufpassen, wie man die Worte wählt, ne? Also wir hatten ja auch vorher verfassungsmäßige Grenzen für die Staatsverschuldung. Und dann kam die Schuldenbremse. Und dann sagen wir, also sozusagen, wenn wir jetzt die Schuldenbremse wegnehmen und wir würden zu sowas Ähnlichem zurückkehren, wie wir es schon hatten vorher, dann würde man sagen, okay, wir haben jetzt die Schuldenbremse abgeschafft. Aber natürlich hätten wir in der Verfassung weiterhin Beschränkungen für die Staatsverschuldung. Also dass man sozusagen komplett gar keine Regeln hat in der Verfassung dafür, wäre doch sehr ungewöhnlich, da würde ich nicht für plädieren. Aber dass man sinnvollere Regeln hat, die eben dem Gesetzgeber viel mehr Spielraum lassen. Es ist ja schon so, dass das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und da so stark einzugreifen, ist natürlich in gewisser Weise eigentlich ein Misstrauensvotum gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber. Und da glaube ich, dass die Politik da deutlich zu weit gegangen ist. Da sollte man auf jeden Fall größere Spielräume wieder lassen. So, wir kommen jetzt auch mal zu einem dazu, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer mal einblenden und mal Thomas fragen, was wird denn auf Facebook diskutiert zu den Thesen von Professor Truger? Einen kleinen Hinweis noch, wenn ihr diesen Web-Talk gut findet, dann teilt ihn gerne. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer, sehe ich hier auch, sind drauf und diskutieren eifrig mit. Thomas, was sagen Sie? Die Sache mit dem Mikrofon, ihr kennt das. Ich habe zwei Fragen oder Bemerkungen, die ich vielleicht kurz hier einbringen würde. Sie kommen aus Facebook. Toni Ehlers
fragt, hat eine sehr konkrete Frage, nämlich mit wie vielen Insolvenzverfahren rechnet man im Vergleich zum letzten Jahr? Und Diemo Reinhardt, der sagt, die Wirtschaftsweisen sind ja richtige Linksradikale. eine interessante Einschätzung, was heute schon alles als linksradikal gilt. Das waren jetzt erstmal zwei Äußerungen, die auf Facebook waren, die ich hier kurz mit einbringen will. Jetzt seid ihr wieder dran. Ja, soll ich mal kurz also zu den Insolvenzen. Das ist natürlich etwas, was jetzt schon seit Monaten im Raum steht und diskutiert wird, dass wenn das Insolvenzrecht wieder ganz normal eingesetzt wird, dass dann die Anzahl der Insolvenzen zunehmen wird. Es gibt im Moment jetzt relativ wenig Anzeichen, das weiß niemand. Es ist zu befürchten, aber wir haben dafür keine Prognose abgegeben. Dazu haben wir schlicht keine Grundlage. Wichtig ist halt, so viel wie möglich Insolvenzen zu vermeiden oder wenn sie unvermeidlich sind, dann die Konsequenzen für die Beteiligten so gut wie möglich zu lindern. Also das kann ich dazu nur sagen. Wie gesagt, da jetzt Zahlen in die Welt zu setzen, wäre spekulativ und unverantwortlich. Zu den linksextremen, linksradikal glaube ich, ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Und es ist tatsächlich nur so, dass von einigen ja bemerkt worden ist, also in der Süddeutschen Stadt, glaube ich, neue Töne. Und ich finde das auch persönlich sehr wohltuend. Ich habe das, Herr Schindler, Sie haben mich ja gefragt, ne, können wir der Regierung da Weisungen erteilen? Nein, natürlich nicht. Aber es soll ja auch ein Dialog sein. Ne? Wir wollen ja ins Gespräch kommen und wollen ernst genommen werden. Und wenn wir da auf Deutsch gesagt auf den Putz hauen und radikale Forderungen aufstellen oder auch sag mal, sprachlich sehr heftig rüberkommen, wie das in der Vergangenheit häufiger mal war, dann glaube ich, ist der Dialog von vornherein unmöglich. Und deshalb finde ich es auch gut, dass moderate Töne anschlagen. Also im Gegenteil, ich würde sagen, wenn irgendwas ist, dann ist der Sachverständigenrat einfach moderater in seinen Tönen und ist weder links noch rechts noch irgendwie extrem. Also das würde ich auch schon für uns reklamieren wollen. Okay, also der Sachverständigenrat ist keine neoliberale Institution mehr, sondern ist moderat geworden, sagt Professor Truger. Jetzt gibt es auch noch zwei weitere Fragen. Eine von Michael Frey. Der formuliert wiederum Kritik an diesem Gutachten, und zwar, weil das Gutachten auch eine Kritik der europäischen Entsenderichtlinie beinhaltet. Euch Zuschauer, für Sie, es geht darum, dass die jeweiligen Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in dem Land gelten sollen, wo der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin arbeitet. Das ist Entsenderichtlinie. So, und da hat wohl der Sachverständigenrat Kritik dran geäußert. Wie steht Achim Truger wiederum zu dieser Passage? Ja, also ehrlich gesagt, wenn man das jetzt hört, würde man denken, es ist abgesprochen. Ne? Also tatsächlich ist es so, ich habe insgesamt zwei richtige Minderheitsvoten geschrieben. Das eine zur Konjunkturpolitik, genau zu dem Thema Konsolidierung, Schuldenbremse, Steuern senken. Und das zweite zur Demografie, zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann haben wir ein Kapitel zu Europa. Und das ist, auch da finde ich neue Töne, denn das heißt gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen, wo auch explizit gelobt wird, dass es eine europäische Einigung gegeben hat und dass jetzt eben dieser europäische Wiederaufbaufonds zur Verfügung steht, der in den Krisenstaaten insbesondere unterstützen soll und Investitionen finanzieren soll. Das wird also ausdrücklich vom Rat begrüßt, einheitlich so. Aber ich habe in diesem Europa-Kapitel, gegen das ich mich jetzt nicht insgesamt hätte wenden können bei diesem Tenor, trotzdem drei Minderheitsziffern. Also wir haben ja immer Ziffern, also einzelne nummerierte Abschnitte. Und tatsächlich habe ich zu der Kritik am Entsendegesetz oder der Entsenderichtlinie eine Minderheitsziffer geschrieben, in der ich eben sage, dass
gleicher Lohn am gleichen Ort, dass das ein wichtiges Prinzip ist und dass, wenn man daran rührt, dass man genau natürlich das letztlich am sozialen Fundament der Gesellschaft wackelt. Und das ist aus meiner Sicht das Gegenteil von gemeinsam gestärkt aus der Krise gehen, wenn sozusagen wir uns in die Länder dann die Konkurrenz holen und dann eben mit unmöglichen Arbeitsbedingungen und total niedrigen Löhnen gegen die ansässige Bevölkerung, gegen die ansässigen Beschäftigten konkurriert wird. Das kann nicht funktionieren. Und das halte ich auch für ein Missverständnis von Binnenmarkt und sinnvollem Wettbewerb. Ja. Ähnlich, in die ähnliche Richtung geht auch die zweite Frage, in dem kritisiert wird, dass das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt wird. Auch dort gibt es offenbar einen Minderheitenziffer, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Ja, also ich, das ist jetzt keine Minderheitenziffer, sondern das ist ein richtiges Votum. Und ich habe also man muss doch so sagen, das Gutachten identifiziert auch Probleme dieser automatischen Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung. Also da geht es darum, bis 2031 ist es ja ohnehin so, dass das Renteneintrittsalter, das gesetzliche, schrittweise auf 67 Jahre erhöht wird. Und es ist jetzt die Frage, was passiert jetzt danach? Und da ist jetzt die Vorstellung der Mehrheit, dass es eigentlich die beste Lösung ist, danach schrittweise mit dem Anstieg der Lebenserwartung automatisch das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Da wäre man dann irgendwann wahrscheinlich bei 69, ich glaube, in der Prognose da drin ist, wäre es dann irgendwann 69 Jahre. So, und es wird aber auch von der Ratsmehrheit ein Problem gesehen. Und dieses Problem besteht darin, dass bei so einer automatischen Kopplung natürlich viele Menschen, die jetzt auch schon Schwierigkeiten haben, lange zu arbeiten, die gesundheitlich oder aus sonstigen Gründen gar nicht durchhalten, die vielleicht auch einfach in Berufen arbeiten, die so stressig sind und so anstrengend, dass sie das körperlich oder psychisch gar nicht durchstehen können, so lange zu arbeiten. Also da hat man natürlich ein Problem, wenn man das automatisch anpasst, dann scheiden die Leute sozusagen relativ zum Renteneintrittsalter noch früher aus als heute schon und haben natürlich eine noch größere Lücke dann in der Rente. So, das zweite Problem ist aus meiner Sicht große soziale Benachteiligung. Auch das von der Ratsmehrheit identifiziert, dass es eine ganz starke Korrelation gibt zwischen Einkommen und Lebenserwartung. Das heißt, diejenigen, die geringere Einkommen haben, dann haben im Schnitt auch eine geringere Lebenserwartung. Und das bedeutet, wenn ich sozusagen an die durchschnittliche Lebenserwartung anpasse, dann sind die, die ohnehin bevorteilt sind und die länger leben, die kriegen dann auch lange Rente. Und die, die eben nicht den Vorteil haben, die haben dann am Ende eine kürzere Rentenauszahlungsphase. Und das sind natürlich Probleme. Und meine Schlussfolgerung daraus ist jetzt, da es dem Rat nicht gelungen ist, überzeugende Lösungen für diese Probleme zu finden, was macht man mit den Menschen? Wie geht man die Probleme an? Da es da keine Lösung für gibt, plädiere ich dafür, zu sagen, wir können doch jetzt nicht etwas beschließen, das sichtlich Probleme schafft, für die wir keine Lösung haben, dann müssen wir jetzt warten und müssen eben nach alternativen Lösungen gucken oder konkrete Lösungen für die Probleme erarbeiten. Und wenn wir die haben, dann können wir ja gerne eine Erhöhung des Renteneintrittsalters beschließen, aber nicht sozusagen erst was beschließen, Probleme schaffen und dann hoffen, dass man sie löst. Das war meine Kritik daran. Und es gibt, muss man sagen, ja auch Lösungsmöglichkeiten. Also wir könnten zum Beispiel nicht pflichtmäßig abgesicherte Selbstständige in die Rentenversicherung einbeziehen. Wir könnten die Erwerbstätigkeit erhöhen. Es gibt jede Menge Minijobs, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden könnten. Wir könnten die Frauenerwerbstätigkeit steigern, indem wir die Kinderbetreuung verbessern auch und so weiter und so weiter. Also lauter Dinge, mit denen wir die gesetzliche Rente über Jahrzehnte hinaus stabilisieren können. Und dann kann man ja auch freiwillige Lösungen noch weiterfinden, wenn Leute länger arbeiten wollen, dass sie auch länger arbeiten können. Können sie auch jetzt schon. Das kann man ja noch verstärken. Aber sozusagen nicht diese obligatorische
Geschichte und nicht jetzt schon etwas beschließen, für dessen Probleme wir keine Lösung haben im Augenblick. Mit dieser Position haben Sie uns als Linke natürlich ganz bei sich. Ich will auch nur darauf verweisen, dass wir ja auch bei der letzten Renteneintrittsaltererhöhung, die jetzt auf 67, jede Menge Probleme geschaffen haben für die Leute, die dann in Grundsicherung fallen und die jetzt mühselig über Grundrenten und ähnlichen Mechanismen, die natürlich in dem Sinn systemwidrig sind, weil sie ja eigentlich nur die geschaffenen Probleme jetzt versuchen, wieder, naja, so kosmetisch zu reparieren, wieder hinzubekommen sind. Ich glaube, dass wir die Stärkung der gesetzlichen Rente benötigen und dass das eigentlich eine systemische Lösung wäre, die auch besser wäre. Jetzt gibt es von Marek Völkel noch eine Nachfrage an Professor Truger, nämlich wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die aktuelle Fiskalpolitik in der Zukunft aus? Da kann ich jetzt nur spekulieren, was damit genau gemeint ist. Also was wir analysiert haben tatsächlich ist sozusagen unmittelbare Zukunft. Wir haben analysiert, wie das Konjunkturpaket wirkt. Da haben wir dann im Detail die Mehrwertsteuersenkung kritisiert als wenig zielgenau und vermutlich nicht besonders durchschlagend. Aber insgesamt kommen wir doch dazu, dass in diesem Jahr bis zu 1,3 Prozentpunkte mehr Wachstum geschaffen werden durch dieses Paket und im nächsten Jahr vielleicht nochmal 0,6 oder 0,7 Prozentpunkte mehr. Das heißt, da gibt es schon Schub. Und jetzt vermute ich, dass die Frage vielleicht abzielt darauf, was machen wir denn mit den höheren Staatsschulden, die wir haben? Und da ist aus meiner Sicht die Antwort klar. Das ist aber, glaube ich, auch eigentlich fast Konsens im Rat. Die geht jetzt hoch, die Schuldenstandsquote, also die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung. Aber wir werden vermutlich in diesem und im nächsten Jahr deutlich unter dem Niveau sein, das wir nach der Finanzkrise 2010 gehabt haben. Also da hatten wir 82% und es läuft im Moment eher auf 71% oder 72% hinaus. Das heißt also deutlich weniger. Und wir haben abgesehen davon auch ja negative Zinsen. Das heißt, diejenigen, die uns Geld leihen oder dem Staat Geld leihen, die Gläubiger, zahlen noch etwas Geld, also kleine Zinsen, kleine Geldsummen dafür, dass sie das Geld sicher anlegen können beim deutschen Staat. Und das in Kombination sagt mir, die Last, von der alle sprechen, ist keine große Last und die kann auf jeden Fall verkraftet werden. Und wir können da eigentlich, wenn wir uns nicht über zu restriktive Auslegung von Schuldenbremse oder so selber am Bein stellen, dann können wir da locker rauswachsen und haben eigentlich weder einen Grund, dafür Steuern zu erhöhen, noch irgendwelche Ausgabenkürzungen vorzunehmen. Und dann gibt es noch eine Nachfrage von Josefina Bayer. Die fragt, ob denn eigentlich der Sachverständigenrat mal an die Besteuerung von Global Playern gedacht hat, ob das für die Sachverständigen irgendwo irgendwie eine Option sei, um auch dort Probleme der Finanzierung, der Rezession, der Krise zu lösen. Also da kann ich jetzt sagen, wir haben in meiner Zeit im Rat jetzt, also letztes Jahr und dieses Jahr, haben wir uns mit Besteuerungsfragen nicht ausführlich beschäftigt. Müssen wir sicherlich mal tun. Und da kann ich sozusagen nur für mich sprechen. Das mit den Global Players ist sicherlich eine Sache. Ich glaube tatsächlich, dass es in Sachen Steuergerechtigkeit viel zu tun gibt in Deutschland. Wir haben ja tatsächlich eine deutliche Lastverschiebung von oben nach unten gesehen in der Steuerlastverteilung. Und da glaube ich tatsächlich, dass man da einiges machen müsste. Nun muss man sagen, die Position des Rates in der Vergangenheit ging natürlich eher oder sehr deutlich in Richtung Steuersenkungen und da auch Steuersenkungen insbesondere für Unternehmen. Und das würde natürlich in der Steuerlastverteilung vor allen Dingen sehr Reiche begünstigen. Also da ist natürlich ein Konflikt. Und ich denke, wenn wir uns dann mal beschäftigen damit ausführlich, dann müssen wir uns da halt tatsächlich gemeinsam Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen.
Aber nochmal vielleicht, ich entdecke durchaus schon im letzten Jahr beim Klimagutachten und jetzt auch im Klimakapitel, es gibt doch Sorge und auch ein Augenmerk, das der Rat richtet auf die Verteilungswirkungen. Also insbesondere die Verteilungswirkung jetzt von sagen wir Energiebesteuerung, die ja die Unteren besonders stark trifft. Und da wird auch über Kompensationsmechanismen nachgedacht und es werden welche empfohlen, wie man das lindern kann oder sogar umkehren kann. Also sozusagen auf diesem Auge kann man nicht sagen, dass der Rat da blind wäre. Und ich denke, das ist auch eine Voraussetzung, um wirklich wirtschaftspolitische Beratung mit Wirkung machen zu können, dass man sich eben der sozialen Konsequenzen und der Verteilungswirkung der Vorschläge, die man macht, bewusst ist. Weil das ist natürlich das, was für die Politik und die meisten Menschen zählt. Und da sozusagen nichts zu sagen oder das nicht auf dem Schirm zu haben, wäre aus meiner Sicht schlechte wirtschaftspolitische Beratung. Und ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt stark auf dem Schirm. Thomas hat er sich jetzt nochmal eingeblendet. Gibt es weitere Fragen auf Facebook? Ja, die gibt es. Und vielleicht auch bringe ich die schnell ein und mit einer kurzen Antwort kommen wir dann, sind wir noch relativ gut in der Zeit. Zum einen, Bernd Reinemuth fragt auch nochmal nach Steuern. Gibt es Überlegungen, die Branchen, die jetzt in der Corona-Krise sehr profitiert haben, also zum Beispiel der IT-Sektor, ob da nicht sozusagen man auch nochmal steuern kann? Genau, und auch die Frage nach der Schuldenbremse, warum überhaupt in Zeiten von faktischen Nullzinsen bis zu Minuszinsen für deutsche Staatsanleihen, warum da sozusagen nicht auch mehr investieren und Geld in die Hand nehmen? Max Muster, es geht auch Richtung Schuldenbremse, sagt, ich bin ein großer Gegner der Schuldenbremse und halte sie für ökonomischen Unfug. Wir brauchen einen investitionsfreudigen Staat und aktive Wirtschaftspolitik statt neoliberaler Marktgläubigkeit. Man sollte die Schuldenbremse abschaffen und dem Parlament mehr Kompetenzen bei der Gestaltung von Investitionen und Haushaltsrecht geben. Das ist sozusagen jetzt mehr ein Statement als eine Frage. Und dann noch Demo Reinhardt fragt, sicherlich eine Frage mit ein bisschen, ja auch vielleicht kontrovers ist, reicht die aktuelle Rate der Zuwanderung nicht, um den demografischen Wandel und die daraus resultierenden Probleme mit der Rente auszugleichen? Wie hoch müsste die sein? Das ist eine Frage, Zuwanderung notwendig, um die Rente zu sichern. Also zweimal im Kern geht es nochmal um Schuldenbremse und die Frage von Investitionen, auch in Zeiten von Nullzinspolitik und einmal um die Frage Zuwanderung und demografischer Wandel und die Bedeutung für die Rente. Das waren nochmal zwei, drei Anmerkungen aus Facebook. Okay, also Steuern, wie gesagt, muss man sehen. Ich sag mal jetzt spezielle Maßnahmen, mit denen man ganz bestimmte einzelne Branchen jetzt stärker besteuert. Da weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Wenn wir eine funktionierende Besteuerung haben der Unternehmen, dann ist es ja so, dass wenn die starke Gewinne machen, die auch automatisch entsprechend stark besteuert werden. Und deshalb wäre mein erstes Augenmerk erstmal darauf, dass die Unternehmensbesteuerung und auch die Ausweichmöglichkeiten, die es gibt, dass das gestärkt wird. Spezielle Lösungen kann man sich dann noch überlegen, aber das wäre, finde ich jetzt gäbe es jetzt keinen besonderen Bedarf für mich. Die Sache mit der Schuldenbremse, ja, es kommt jetzt darauf an, ist eine Frage, wie radikal man formuliert. Ich habe das ja schon ungefähr so gesagt, aber ich kann es auch noch mal deutlicher sagen. Natürlich ist es so, dass eine Regel, die 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt an dauerhafter Neuverschuldung zulässt, die findet sich hier sicherlich in keinem Lehrbuch. Also da gibt es keine ökonomische Theorie, mit der sich genauso etwas begründen lässt. Das heißt, da fehlt tatsächlich eine ökonomische Grundlage. Und natürlich ist es auch so, dass bei Niedrigzinsen oder sogar Negativzinsen auch nochmal die Frage, wie stark soll man sich verschulden oder kann man sich verschulden, das auch nochmal relativiert. Insofern spricht eben alles dafür, mehr Spielraum zu haben und den dann auch insbesondere für Investitionen zu nutzen. Vielleicht auch nochmal, weil das ja ein klassisches Gegenargument
ist ja immer, ja, wir haben doch jetzt schon so viel Geld und es wurde dann nicht abgerufen. Und da sieht man ja, es hilft alles nicht, es liegt gar nicht am Geld. Und da kann ich nur sagen, naja, wenn man sozusagen, weil man immer Haushaltsüberschüsse noch hat am Ende und dann hat man Geld übrig und dann sagt man ja, mach mal hier noch einen Topf und dann machen wir da noch ein bisschen was und dann verdoppeln wir nochmal den Topf. So, das ist natürlich alles gut und finde ich auch vernünftig, das zu tun. Aber so schafft man natürlich keine Erwartungen, dass dauerhaft öffentliche Investitionen hochgehen. Und damit schafft man auch keine Kapazitäten in der Wirtschaft dafür, das dann auch bereitzustellen. Das heißt, da braucht man schon wirklich ein starkes Signal. Und eine entsprechende Reform der Schuldenbremse mit dem Willen, öffentlich stärker zu investieren, glaube ich, wäre da das, was notwendig wäre. Und da gibt es ja mittlerweile, das muss ich jetzt auch noch sagen, da gibt es ja mittlerweile auch einen riesen übergreifenden Konsens. Also DGB und BDI haben sich gemeinsam hinter das Papier gestellt vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und vom Institut der deutschen Wirtschaft, wonach in den nächsten 10 Jahren 450 Milliarden Euro öffentlich investiert werden müssen. Also da, glaube ich, gibt es eigentlich einen Konsens und das müsste man aus meiner Sicht auch ganz klar fördern und befördern. So, was war die letzte Frage? Ach, die Zuwanderung. Ja, also ich habe das tatsächlich auch geschrieben. Zuwanderung, insbesondere wenn sie natürlich qualifizierte Zuwanderung ist und direkt in den Arbeitsmarkt geht, erhöht natürlich ja, die Anzahl der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und stärkt das Rentensystem. Das ist eindeutig so und die Rechnungen, die es dazu gibt, sind relativ klar. Und da braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren, das ist so. Beitragsthemen werden jetzt auch noch angefragt, nämlich einmal, wir befinden uns offenbar im Vorjahr zur Bundestagswahl, einmal das Thema Vermögensabgabe. Ja. Wie stehen Sie dazu? Das Modell wird von der Linken und von Teilen der SPD ins Spiel gebracht. Und das zweite Reizthema, das ist die Frage der CO2-Besteuerung. Wie stehen Sie dazu? Ja, also Vermögensabgabe, das ist ja eine Abgabe, die auf Bundesebene erhoben werden müsste und eben eine besondere Begründung benötigt. Also da muss irgendeine besondere Last da sein, die dann dadurch geschultert werden soll. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin für eine progressivere Besteuerung und eine gleichmäßigere Einkommens- und Vermögensverteilung. Und insofern müsste ich jetzt also eigentlich sagen, ja, Vermögensabgabe finde ich super. Ich sage das aber trotzdem nicht. Und zwar deswegen, weil ich die Begründung für nicht tragfähig halte. Ich habe ja gesagt, wenn wir das vernünftig machen, dann haben wir gar keine Last durch Corona jetzt, also bei den Staatsschulden insbesondere. Dann können wir da rauswachsen und dann müssen wir niemandem irgendwas aufbürden. Und ich finde es von daher falsch, jetzt eben so eine Last als einfach vorauszusetzen, die aber erst entsteht, wenn wir falsche Politik machen. Ja, also wenn wir sozusagen die Schuldenbremse jetzt streng im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr wieder einsetzen überall und dann beginnt überall das Kürzen und das Hauen und Stechen und Blut, Schweiß und Tränen sozusagen, dann haben wir eine Last und dann müssen wir gucken, wie wir die verteilen und dann braucht man vielleicht auch die Vermögensabgabe aus dem Grund. Aber wenn wir das nicht tun und ich plädiere sehr dafür, das nicht zu tun, dann brauchen wir diese Vermögensabgabe gar nicht. Das ist aber, das heißt nicht, dass ich jetzt gegen solche Abgaben oder eine Vermögensteuer oder überhaupt eine höhere progressive Besteuerung wäre. Ich plädiere dafür, die Dinge zu trennen. Wir haben jetzt eine Corona-Krise und dadurch eine Konjunkturkrise. Und da können wir, wenn wir das vernünftig machen, gut rauskommen. Und wir haben davon abgesehen und vielleicht auch verschärft dadurch nochmal Verteilungsprobleme, die wir auch angehen müssen. Aber ich würde die beiden Dinge nicht automatisch verkoppeln, sondern immer noch sagen, wichtig ist, dass wir jetzt durch die Krise kommen und die Verteilung ist ein zusätzliches Argument für alles Mögliche, aber bitte nicht mit dem falschen, mit der falschen Begründung. Ja, und die Vermögensabgabe ist eben die falsche Begründung.
So, CO2-Abgabe, ganz kurz, darf ich noch? Oder ist das, ja, okay. Also die CO2-Besteuerung. Also ich bin tatsächlich seit, ja, man wird ja nicht jünger, also ich glaube seit 25 Jahren oder fast noch schlimmer, 30 Jahren, also 28 Jahren, bin ich eigentlich Anhänger der ökologischen Steuerreform und finde die Idee, über Preise steuern zu wollen, grundsätzlich gut. Deshalb finde ich auch die Idee über die CO2-Abgabe und CO2-Bepreisung Klimawandel aufzuhalten gut oder CO2-Emissionen zu begrenzen gut. Das ist aber natürlich eine Frage des Gesamtpaketes. Also das muss so gemacht werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Wirtschaft nicht leidet. Und es darf auch keine sozialen Probleme geben. Also es darf jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht sozial unausgewogen sein und die Steuerlast ungerechter verteilen oder die Verteilungssituation verschlechtern. Und da gibt es aber ja jede Menge Möglichkeiten. Wir diskutieren im Gutachten, dass kompensierend für das, was man bei den Haushalten im Hauswärmebereich und bei im Verkehr macht, dass man das zurückgibt, indem die Stromsteuer abgesenkt wird oder die EEG-Umlage abgesenkt wird. Und wenn man das macht, das haben wir ausgerechnet, dann würde man zum Beispiel im Durchschnitt schon die unteren 40% der Haushalte netto entlasten. Das wäre sozusagen sozial, hätte sogar eine positive Umverteilungswirkung. Und da denke ich, gibt es auch noch jede Menge Optionen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, CO2-Bepreisung ist immer gut, aber sie ist aus meiner Sicht ein wichtiges Element der Klimapolitik und man muss sie dann entsprechend begleiten. Und dazu gehört übrigens auch, dass man jetzt nicht alleinig als alleiniges Instrument auf diesen Preis setzt, sondern das bedeutet auch, dass es staatliche Förderprogramme geben muss und es muss auch staatliche Investitionen geben und entsprechende Rahmensetzungen, damit die Wirtschaft sozusagen auch in die richtige Richtung sich noch weiter bewegt. Und das als Gesamtpaket haben wir es ja wieder dann verknüpft. Da wäre ja wieder die Reform der Schuldenbremse und die öffentlichen Investitionen genau das Richtige, um da in die richtige Richtung dann zu gehen. Und dann kann das sozial ausgewogen sein. Es ist auch wirtschaftlich nicht problematisch und es beeinträchtigt, also gefährdet dann auch keine Jobs und so. Und das wäre aus meiner Sicht ein gutes Paket. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind am Ende unseres Web-Talks. Achim Truger hat ganz viel gesagt zum Thema, wie können wir alternativ, progressiv aus der Corona-Krise hinauswachsen auch aus den Schulden, indem wir nämlich die Schuldenbremse reformieren. Dann braucht es, so jedenfalls Achim Truger, da hat er aber ein bisschen einen Unterschied zu mir, dann braucht es auch keine Vermögensabgabe. Und darüber hinaus sagt Professor Truger, CO2-Bepreisung ist ein wichtiges Element, kommt aber auf den sozialen Ausgleich an. Und das sind streitbare Themen. Ich habe mich gefreut, dass Professor Truger heute hier war. Vielen Dank von mir aus. Danke auch. Vielen Dank also und ich kündige den nächsten Web-Talk an, nächsten Donnerstag, 18 Uhr, wieder hier bei uns im Facebook. Und da haben wir Lamia Kador.